Den Wittekindshofer Rosenpurpur aus dem Quartier von Peter Schirgen haben wir in dieser Reihe schon vorgestellt. Auch seinen zweiten Starter sollte man nicht unterschätzen. Hier mein Enjoy Vigée. Ja, auf jeden Fall gehört er zu meinen besseren Pferden halt. Der hat es zwei schon gezeigt. Im Ratibor-Rennen, woran lag's? Ja, im Schlussbogen hat er einen guten Moment gehabt, wo die vorne die kein Durchkommen war. Und dann muss er Jocke die nochmal wegnehmen. Und dann auf der Rheinbahn packt er nochmal gut an. Und vielleicht war auch nicht unbedingt ein Frühjahr halt. Dass er zwei, hätte man vielleicht auch ein bisschen später anfangen können. Aber er hat es nicht übel genommen und er sieht gut aus. Er ist auch immer ein gesundes Pferd, der immer Spaß macht und einen ganz tollen Charakter hat. Im Bavarian Classic lieferte Enjoy Vigée sich einen starken Endkampf mit dem jetzigen Mitfavoriten Warring States. Enjoy Vigée, Warring States und Enjoy Vigée, Warring States, Enjoy Vigée, Kopf an Kopf geht's über die Linie. Stalljockey Andras Starke hat sich für Enjoy Vigée im Derby entschieden. Kann Peter Schirgen mit einem seiner relativen Außenseiter seinen sechsten Derby-Sieg als Trainer einfahren?